Moment mal, Derrick. Dr. Preston? Sie sind sich darüber klar, dass Ihre Aussage zu diesem harten Urteil geführt hat? Ich bin nicht der Richter. Haben Sie einen Moment Zeit? Ihre Aussagen waren es, die dem Angeklagten das Genick gebrochen haben. Sie wissen, was ich meine. Der Mann war im Augenblick der Tat einfach nicht zurechnungsfähig. Er hat einen Blackout gehabt. Er war nicht imstande, klar zu denken. Die ärztlichen Gutachten können doch nicht so einfach vom Tisch gewischt werden. Sei es erst dem Richter, den Geschworenen. Ganz offenbar sind Sie sich über den Eindruck nicht klar, den Sie machen. Vor Gericht machen. Mit Ihrer Person, mit der Art Ihrer Aussage, wie Sie sie machen. Was für eine Art ist das? Sie wirken zu sicher. Als halten Sie selbst es für unmöglich, sich irren zu können. So, dann bestätige ich Ihnen sehr gerne, dass ich es nicht für unmöglich halte, mich zu irren. Ach, gehen Sie zum Teufel. Lieber erst mal Mittagessen. Hallo? Ach, du bist es. Du rufst hier an? Bleibt's bei heute Abend? Natürlich. Ich gehe gar nicht mehr in die Kanzlei, sondern gleich nach Hause. Wann kommst du? Ich soll dich abholen? Von wo? Von zu Hause? Wieso, ist dein Mann nicht da?